Aufnahme. Herzlich willkommen auf der herzlich willkommen auf der Victory und mein zweiter Versuch, den zweiten Teil der Wing Commander 3 Serie aufzunehmen. Diesmal mache ich jetzt keine Videos, doof formuliert, keine Videosequenzen reinschneiden, wie ich es zuvor gemacht habe. Genau. Wir werden uns also mit dieser niedrigen Qualität zufrieden geben müssen. Obwohl, das geht. Oh, good day, sir. At ease, Lieutenant. Carry on. Sorry, sir. It's Rockero from the Celeste system. You can tell a lot about a system from its music, you know? Some places it's all minor chords. Makes you just want to run out and do a suicide mission. But this is bright. Heats your blood. Makes you want to live a long life. Now, are you a pilot, Lieutenant, or a musician? Oh, I'm a pilot, sir. Pretty good one too, check my kill scores. But my family, they made guitars for many generations. I've got one that's almost 200 years old. The sound just keeps getting richer. Someday, I'm gonna open a cantina and bring in the best to play that guitar. Place for old fighter jacks like you and me. Well, you better line up some other customers. Might not be many of us left. Oh yeah, it'll be open to one and all. And me? I'll just sit back, gaze at the beautiful women, and listen to the music. Sounds good to me. Klingt ganz vernünftig, ja, mag sein. Aber ist träumen ist jetzt vielleicht nicht so jetzt der richtige Ort dazu. Er ist nicht richtig bei der Sache. Genau, er ist nicht richtig bei der Sache. Und hier ist das ganz wichtig. Krieg, dass man maximale Konzentration hat und weniger träumt. Was dann vielleicht zu Hause ist. Obwohl, jetzt ist ja Freizeit, aber bei ihm ist das ein bisschen sehr ausgeprägt. Ich muss mal eine Brille aufsetzen, damit ich das alles noch in scharf sehe. Und, Sounds good. He's not focused. Er ist nicht richtig bei der Sache, würde ich mal so sagen. Are you sure your heart's in this, Vigato? Don't get me wrong. I like my job. But some of these guys, they actually like the killing. Me? I'll just walk away when this is all over. Jo. Kann sein, dass wir einige Sequenzen doppelt sehen werden, aber ihn habe ich schon. Soweit ich weiß. Der Tüke ist nix. Was haben wir hier? Achso, Schlafkojen. Haben wir die schon gehabt? It's time we talk, Lieutenant. Ain't much to talk about, sir. You've flown with it and you both got the job done. If you're referring to Hobbs. I can't fly with him, sir. If you stay on this ship, you'll have to sooner or later. Don't put me in a position of having to defend him. I won't do it. Why? Let's just say I'm hardwired that way. And nothing you do is gonna change that. Look, I'll try and keep you two separate on offensive assignments. I'm not asking for special favors. We need every good pilot we've got, and just so you know, I'd trust Hobbs with my life. That's your choice. Ja, sie ist ganz schön festgefahren in ihrer Sicht. Das mein Freund zu trauen.
gehen wieder zum Aufzug. Wohnebene, Fliegerebene, das haben wir oben, Brückenebene. Auf der Brücke noch was liegen gelassen. Wir gehen gleich zur Flugebene. Ne? Kurz noch die nächste Mission. Game Controller geht immer noch nicht. Ich habe da nochmal versucht einzustellen und so. Nein. Gibt auch keine Patch, die ich dazu zu Hilfe nehmen könnte oder so. Nix. Keine Chance. Also auf ins nächste Abenteuer. Einsatzbesprechung. Was sind hier für ein Kabel rum? Das nervt gerade ein bisschen. So. Na, auf geht's. Let's get started, Colonel. Yes, sir. One of our tracking stations report Karathi activity in these regions. I'd like you to run a patrol through there, sweep the areas. The station's report is sketchy. You might encounter some sort of Karathi capture. Go to it, Colonel. Okay. So, these are the mission objectives. Oh, and one last thing. Ja, wir fliegen natürlich weiter mit Hobbs. Die anderen sind bestimmt auch gut. Aber bin im Hobbs. Hobbs, you're on my wing for this one. Weil mit dem fliegt ja keiner. So. Dismissed. And good luck. Oh, ja. Der mit Deutsch spielt. Eigentlich können wir ja selber ausstatten. Da wir mit Kontakt mit einem größeren Schiff kriegen könnten, würde ich sagen, nehmen wir den dieses torpedische Variante Thunderbolt. Der ist ein bisschen zu klein, aber der ist okay. Was Fettes. Nun muss ich rausfinden, wie ich die Raketen auslöse. Auch manuell raus. Und dann und Glück. Also nur beide mit Stern. Okay. Mit dem Maus geht nicht. Ich kann hier nur mit dem Steuerkreuz. Geht's noch mit denen hier? Aha. Haut aber nicht ganz hin. Ich versuche gerade hier mit den Zahltasten zu lenken, aber mit Zahltasten. Das ist das. Schräg runter und geht ganz komisch. Ne, so richtig doll ist das nicht. Rotieren ist hier. Okay, mit denen kann ich drehen. Das ist gut zu wissen. Das ist allerdings das Problem, mir fehlt eine Hand. Das kann ich ja hier so, ne? Mit dieser Hand, da kann ich ja so ein bisschen drehen. Ne? Ah. Mal ein bisschen sehen, dass er drehen kann. Okay, funktioniert. Oh ja, okay, schwierig. Mhm. Break and attack. So, dann gehen wir los. Wir müssen schneller fliegen, ruhig. Ne, der Hubs nicht alles abkacken für uns. So, hier hoch. Hoch, 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 hoch. Wir müssen ein bisschen meine Geschwindigkeit reduzieren.
Oh Mann, es ist schwer zu fliegen. Das reagiert ja gar nicht mehr. Na los. Das ist zu schnell. Das reagiert irgendwie gar nicht. Ich bleibe ganz stehen. Das ist ja wohl ein ganz harter Bug gewesen ist gerade. Oh ja, zu spät gedrückt, scheiße. Die Raketen sind auch kacke. Na, das lenkt er wieder nicht. Er lenkt wieder nicht. Gamecontroller regelt leider nicht. Ich würde sagen, dass vielleicht der Gamecontroller doch aktiv ist. Aber der lenkt ganz scheiße. Der lenkt wieder nicht. Oh Mann, was ist denn das für ein Bug? Das ist doch ekelhaft. Er hat Hauptsinn abgeschossen. War nicht unser Verdienst. Diese Rakete, die hat noch Kacke. Der lenkt nicht richtig. Zu schnell. Hat er den Hauptsinn abgeschossen, okay. Gut gemacht. Alles klar. Ups. Zustand? What's your status? I'm happy to report that I've suffered no damage. Okay. Okay, dann haben wir nichts weiter. Alles klar, Auto geladen. Wir sind wahrscheinlich nicht dran. Gut, wir sind angreifen. Ist ja, ich drücke. Man sieht auch den Nebel, dass er sich nach hinten zieht, aber das Raumschiff zieht nicht nach oben. Ganz scheiße. Langsam. Schon mal schneller. Das ist ein leichtes Ziel. Das lenkt sich überhaupt nicht, das Raumschiff hier. Hallo, Origin. Yay, yeah, hier ist Handlungsbedarf. Da habt ihr was ganz Scheißiges programmiert. Die Steuerung funktioniert nicht. Richtig geil. Du Kreisweg, ich krieg ihn gar nicht. Der bleibt immer hinter mir. Ich krieg ihn gar nicht nach vorne. Ich kann drehen, wie ich will. Ich kann drehen, wie ich will. So. Mit drei zusätzlichen Tasten und fünf Händen oder so. Dann habe ich es geschafft, ein bisschen reinzulenken. Aber es ist Katastrophe. Hob schießt alles ab, ich schieß gar nichts ab mehr. Mit diesem Raumschiff geht gar nicht. Aber dass die Game-Controller nicht funktionieren, das ist echt scheiße. Na, geh mal rüber da. Schnell. Ich muss gerade runter mit der Geschwindigkeit. Okay. Ich da ran mal. Komm da nicht ran. An den.
Abgewehrt, Arschloch. Lenkt er wieder in die nach oben! Er lenkt wieder in die nach oben! Scheiße! Der lenkt nicht oben, seht ihr das? Ich kann nach hinten ziehen. Dann sieht doch, die Animation ist da, aber der lenkt nicht. Warum nicht? Es gibt keine Grenze nach oben hin eigentlich. Aber der lenkt nicht hoch. Tatsächlich, gibt nur zwei Bestellungen. Als wenn ich nur so einen Gefechtsturm hätte. Was ist das denn für eine Scheiße? Das hat das Spiel nie gehabt. Man konnte 360 Grad rumfliegen. 3D-Universum. Jetzt geht gar nichts mehr so. Was haben die Englisch scheiß gemacht? What's your status? I'm happy to report that I've suffered no damage. Form on my wing. Affirmative, Colonel. Was ist das für eine Kacke? Yep. Meine Kamera ist eingefroren. Na super. Kamera freeze. Wo ist meine Kamera? Ich weiß gar nicht, welcher Stecker meine Kamera ist. Komme ich, glaube ich, gleich ran, ne? Ist das die Kamera? Ja, das glaube ich, ist die Kamera gewesen. Achso. Fliegen wir mal durch. Victory. Clearance, TCS Victory. Hey, score one for our side, Colonel. You're clear to land. Ja. Top, sind wir wieder angegangen. Sind wir wieder am Eingang. Okay, Kamera holt sich nicht wieder, bleibt hier aus. Tut mir leid. Da los. You're lucky you made it back in one piece. Okay, wir haben auch dann die Folge voll. Dann machen wir auch hier Schluss, weil alles hier gerade abspackt. Inklusive meine Steuerung. Vielleicht muss ich die Tastatur tauschen. Keine Ahnung, was das ist. Na gut, habt euch wohl, bis demnächst. Euer Jockel, ciao.